Create, above and beyond, höher und weiter, jeden Abend auf Twitch und das Beste davon auf YouTube, hier bei MeinTommy. Au, Backe, ich muss mich essen. Hey und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft Create Above and Beyond. Wir spielen hier ein sehr geiles Modpack. Ich glaube, in der 18. Folge jetzt schon wird euch gerade eingeblendet. Ich zähle schon nicht mehr mit beim Aufnahmen. Dadurch, dass ein Let's Play ist, wird das sehr, sehr viele Episoden haben. Wenn ihr es natürlich feiert, deswegen lasst mal einen Kommentar da. Abo? Maybe? Und ja, Daumen nach oben. So, aber jetzt zur Folge. Wir bauen heute in der Folge die Andesite-Alloy-Verarbeitung. Hier kommt ja dann unser Sand an, der zu Clay gewaschen wird, also zu Ton. Haben wir in der letzten Folge gesehen, wo wir erstmal unseren Wandering Trader in die Luft geschossen haben. Da liegen übrigens die Reste von ihm. Ein bisschen Erde. Ich glaube, wir hätten eher noch ein bisschen Asche dazulegen müssen. Seine beiden Spielgefährten sind zumindest noch da. Genau. Unser Kelp kommt hier an. Und jetzt geht's weiter mit dem Mixer. Der muss nämlich hier noch drauf. Und das machen wir in dieser Folge. Dann auf geht's. Viel Spaß mit der Folge. So, ihr Lieben, unser Mixer mixt und mixt und mixt. Wir haben es geschafft. Ich habe hier hinten jetzt erstmal eine Kiste drauf getan. Die müssen wir manuell derzeit noch befüllen. Dadurch wir noch keine Möglichkeiten haben, irgendwas zu filtern. Und da geht es nämlich schon los. Das nächste Problem, was ich gerade festgestellt habe, wir haben ja nur die Andesite-Panels derzeit zur Verfügung. Und die droppen einfach alles, was hier drin ist. Man kann keinen Filter einstellen, das heißt, ich hatte jetzt versucht, in den hier das Rezept einzustellen. Ist klar, das macht er dann trotzdem, aber trotzdem wird der hier einfach alles droppen, was hier drin ist. Egal, ob das Rezept fertig ist oder nicht. Hier wird ja schon unser Sand gewaschen. Der geht hier rein und danach, sobald der drin ist, droppt der dann weiter Sachen. Wir können ja jetzt mal kurz hier rausnehmen und dann geht es hier weiter. Ey, wir haben schon einen Stack von dem Zeug voll. So. Das Clay schmeißt mal hier drauf. Hört er nicht, wenn das jetzt hier noch mit drauf ist. So, aber zumindest würde der alles drauf. Das heißt, wir müssen erstmal gucken. Wir haben noch keine Filtermöglichkeiten. Das ist ja anstrengend. Also anfangs ist es sehr anstrengend, die Fabrik voll zu automatisieren. Das heißt, wir müssen erstmal provisorisch arbeiten, müssen uns aber alles vorhalten, so dass wir dann später in dem Sinne dann den Rest automatisieren können. Es geht ja jetzt hier an der Stelle weiter. Es kommt jetzt hier wieder eine 7er Schmelze. Wir brauchen also gleich 7 Lava-Eimer. 6, 7 bis hierhin. Mal gucken. Wir machen eine 8er Schmelze, damit wir hier... Jetzt muss ich gucken. Ja, hier ist dann das Andesit, die Bricks fertig. Und hier kommt der Andesite-Kabel. Das heißt, wir machen eine 8er Schmelze, die nämlich hier endet. So, warte mal, das machen wir uns mal wieder zu, damit wir das sehen. Das heißt, wir müssen genau bis hierher die Schmelze bauen. Also das heißt, wir müssen jetzt wieder 7 Fans machen. Boah, das wird so teuer. Genau, 7 Fans müssen das wieder ordentlich verkabeln drunter und hoffen, dass unsere Energie reicht. Wir haben ja jetzt schon 2 Windräder, aber ich habe die ganz schlimme Befürchtung, dass wir bald 3 Windräder brauchen. Das wird sehr, sehr, sehr anstrengend. Also werden wir merken, wie das läuft. Und hier müssen wir uns halt noch einen Kopf machen, dass wir erstmal
Weil wenn wir hier das Kelb reinschmeißen, das bringt ja dann auch nichts. Mann. Ah, das habe ich mir zum Anfang etwas einfacher vorgestellt, dass wir die Fabrik in dem Sinne direkt fertigstellen können. Aber es geht nicht. Dit wird nichts. Na tollo. Also, oder halt, na nicht toll. Das ist, aber eins ist schon mal gut. Wir kriegen schon mal diese Algal-Blends so raus. Das ist schön. Aber halt, solange wir eben den Rest noch nicht ausfiltern können. Hier kriegt man zumindest fleißig Clay raus. Das ist schön. Das klappt zumindest auch. Ja, auch hier muss ich erstmal manuell das Zeug umlagern, weil hier drunter machen wir dann später noch die Quascher. Also machen einen kleinen Cobblestone-Generator darunter, machen wir dann im gleichen Stil wie unten, so wie es in der letzten Folge schon geplant hatte. Dann zwei Quashing Wheels und dann haben wir hier oben direkt den Sand. Dann brauchen wir das nicht mit den Strainer machen, aber halt die Questline gibt uns das halt vor, dass wir mit den Strainer arbeiten müssen. Dieses hier ist übrigens jetzt abgeschlossen. Wir stellen die Algal-Blends automatisiert her. Das ist erledigt. Und jetzt müssen wir halt den Algal-Gucker machen. Das ist halt jetzt der nächste Step mit den sieben... mit den sieben Fans. Und natürlich Lava. Ich weiß aber, glaube ich, wo Lava ist. Daher sollte das kein Problem sein, dass wir das hinkriegen. Ich weiß gar nicht, wenn wir... Ah, ich habe keinen dabei. Gut, ich würde sagen, erstmal geht's ans Crafting und dann schauen wir wieder rein. YouTube, bis gleich. Also nee, Klappe Action auch nicht. Cut, dann ein Cut. Ju, liebe Leute. ich muss gerade lachen, sorry. Nein, nicht so. Ey, Leute, ich sage immer bei jeder Aufnahme, das erste Wort so ist mir heute beim Cutten aufgefallen. Und das müssen wir irgendwie uns abgewöhnen. Ansonsten muss ich mir jedes Mal wieder auf die Zunge beißen. Ja, aber unsere Fabrik geht voran. Wir haben... Hier drüben müsste mal wieder ein bisschen Sand rein. Den holen wir mal, damit ihr das mal seht. Also unser Kelb kommt ja hier. Derzeit ist halt die Sandproduktion echt noch nicht sehr effektiv. Wir schmeißen das mal rein. Aber irgendwie sind meine... Siehst du, ich werde gleich nochmal ein bisschen an meinen Optifine basteln. So. Verdammt! Ich glaube, ich mache mir ein Emote mit so. Genau. So. Jetzt sag ich schon wieder so. Ey, Leute. Wir waschen jetzt den Sand. Der geht ja hier rein. Dann kriegen wir diese Algal-Blends. Die werden hier drauf gebacken. Hier ist Lava drunter, Fans drunter. Dadurch kriegen wir automatisch die Bricks. Und dann kommt ja unser Fahrstuhl nach oben. Und hier hatte ich gesagt, wir haben ein Problem, wir können es noch gar nicht vollautomatisieren. Können wir doch. Wir haben ja noch keine Brass Funnels. Aber wir haben Storage Drawer. Und diese Storage Drawer nehmen nur Sachen auf, wenn sie auch Platz haben. Man kann die ja locken. Also wir schmeißen hier die ganze Zeit das raus, was hier reinkommt. Und wir ziehen nur Diorit. Gabbro und Granit rein. Das ziehen wir hier drüben raus. Übrig bleibt dann nur unser Endeseit. Und genau das brauchen wir. Somit können wir das sozusagen wirklich schon voll automatisieren, weil wir haben eben die Sachen hier. Und das ist schon mal cool. So, jetzt habe ich schon wieder so gesagt. Und wie wir sehen, das, was ich eben reingeworfen habe, ist sogar schon wieder durch. Kommt dann... Geht hier unser Endeseitkabel rein und von der anderen Seite kommen die hübschen Bricks und dann kommt hier Endeseit Alloys raus. Und da haben wir schon eine ganze Menge. Jetzt im nächsten Step machen wir
die Deployer-Produktionsstraße. Wir müssen jetzt hier erstmal die Deployer befüllen. Nämlich die ersten zwei. Wir können uns ja mal kurz das Rezept nochmal angucken. Das Rezept sieht man übrigens auch wunderschön, wenn man hier drauf ist. Wir sind jetzt an der Stelle. Also das hier können wir abhaken. Ist erledigt. Check. Wir stellen automatisch Ende-Seite-Läuse her. Jetzt sind wir hier. Deploy, deploy, deploy. Und die Kinetic-Mechanisms, das Rezept kennen wir ja. Aber wir wollen es ja automatisch haben. Und dafür braucht man eine Slab. Die kommt ja hier schon raus. Die müssen wir dann im ersten Step mit einem Ende-Seite-Läufe bestücken. Im zweiten Step mit einem Ende-Seite-Läufe bestücken. Und im dritten Step müssen wir sie sägen. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Deployer. Und dann ist die Kiste fertig, würde ich sagen. Also klar, im zweiten Schritt, wenn wir dann endlich mal die Precision-Mechanismen haben, kämen dann auch die Panels dran, weil die Panels hier werfen derzeit alles nur einzeln raus. Und das ist halt blöd, dass wir keine ordentlichen Panels haben. Wir können nicht filtern, nichts. Die müssen wir definitiv austauschen. Also es gibt einen zweiten Ausbaustufe, dann kommt auch das wieder weg. Und wir schmeißen natürlich hier die Ziegel nicht weg. Wenn wir dann ein Lager haben, dann können wir das ganze Baumaterial einlagern. Das auf alle Fälle, aber das Ding hier kommt in der nächsten Folge dann dran. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie war ein bisschen interessant, hoffe ich auch. So, dass ihr auch hier was mitnehmen könnt, wenn ihr irgendwelche Ideen, Fragen habt. Nutzt die Kommentare. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefällt. Schreibt einfach mal, ob ihr bis zum Ende durchgeguckt habt. Also genau jetzt. Ja, und wenn es euch natürlich gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Create Above and Beyond.